das Telefon geortet, ist mir doch egal. Weil ich mag sowas nicht, wenn es immer nur so viele Nebenmissionen gibt und so. Ich bin eher so der Storyline-Spieler. Ich finde das eher anstrengend, wenn man zu viel zu tun hat. Besserungsanstalt mit Chancengleichheit. Sogenannte Superkriminelle erhalten keine Sonderbehandlung. Superkriminelle. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir denn rein? Vielleicht unten durch den Haupteingang, das könnte ja durchaus sein. Ein bisschen Obacht haben. Nee. Da vielleicht? Aha. Nee, Moment, hier. Hopp. Na komm, nochmal. Oh, das hängt irgendwo. Na komm, da passt du durch. Verdammt, Kamera in Sektor 3 wurde zerstört. Komm schon, komm schon. Ziel markiert. Ich wiederhole, wir konnten Batman lokalisieren. Oh cool. Ach, das hier kann man zerdeppern. Dann haben wir doch nicht hier dieses coole Gel, was wir hier mal so gegen machen können. Oh, er ist ja ganz begabt und hat da mal... Batman, oder das Batman-Symbol rangemalt. Wow, künstlerisch wertvoll. Ja, toll. Ich dachte, da komme ich jetzt rein. Oh Mann. Leider nicht. Laufen wir da. Die Außenmauer trennt sich von den ehrbaren Bürgern von Gotham City. Sie wurde erbaut, um die Bürger von den Insassen von Arkham City zu beschützen. Das ist aber schon krass, irgendwie so ein ganzes Stadtgebiet nur für Kriminelle. Das zeugt auf jeden Fall von einer funktionierenden Regierung, würde ich sagen. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich hier reinkomme. Zugang zum Wartungstunnel. Na gut. Dann versuchen wir das mal. Gehen wir mal in die First Person. Mal gucken, ob man hier irgendwo hinkommt. Ja, nein. Gibt's doch gar nicht. Wie kommt man denn hier rein? Kann nicht wahr sein. Kennt man von hier oben was? Leider nein. Hä? Warum müssen die mal alles so umständlich machen? Da drüben sind ungefähr 12.000 Leute. Aber das würde ich eher zum Nebengebäude zählen, oder? Nicht. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, da kann man rein. Da gibt's eine Tür, hier nicht. Ziel gesichtet. Ach komm, Schnauze halten. Also, letztendlich ist der einzige Zugang durch dieses... Zielperson Batman verschwunden, keinen Sichtkontakt. Durch dieses Tor, welches nicht richtig aufgeht. Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zu Batman. Was ich ja ein bisschen doof finde. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Haben Batman aus den Augen verloren. Wiederhole, Zielperson verschwunden. Ja, interessant. Versuchen Sie nicht aus der Anlage auszubrechen. Die Tigerwachen werden auf jeden Fluchtversuch mit äußerster Härte reagieren. Woran hängt der Kram denn überhaupt? Komm schon, Batman, da kannst du doch irgendwas machen.
Kann nicht wahr sein. Der einzige Zugang, der hier ist und das funktioniert nicht? Wie sinnvoll ist das denn? Das verstehe ich nicht. Moment, kann man hier irgendwo... Nee. Kann man hier? Kann mir jemand helfen? Bitte! Ich sitze im Norden auf dem Dach... R-Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf... Ja, das sind alles Nebenmissionen. Otto Freeze, ja, das habe ich jetzt schon. Und finde Mr. Freeze im Berge das Heilmittel. Ja, ich bin quasi dabei, so halb. Ich verstehe das nicht. Komm schon, scheiß Tor. Batman gesichtet. Was soll denn der Mist? Dass sie das so nervig umständlich machen, finde ich gerade ein bisschen doof. Zumindest habe ich überhaupt keine Ahnung, was das soll. Vielleicht gehe ich mal an das Telefon. Vielleicht hilft das ja. Hallo, hier rangehen. Batman. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zsasz. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Gut. Hat mich das jetzt irgendwie weitergebracht? Hat mir das irgendwie geholfen? Funktionierst du jetzt? Nein. Das ist ja gut. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Klingeling, klingeling, ringelding. Sniggelfring. Was wollen die denn alle hier? Also von mir, wollte ich sagen. Ach, Eckendeckung. Siehst du, da stand davon sicherlich auch, als ich dachte von wegen, oh, guck mal, da steht ja Entdeckung. Dann dachte, oh, warum geht das nicht mehr? Da steht er gerade runter. Die Mauer, die Arkham City umgibt, ist für alle Gefangenen Sperrgebiet. Versuchen Sie nicht, sich der Mauer zu nähern. Ich will eigentlich nur da rein. Zieh dich im Buch. Batman kann nicht so gut schwimmen, glaube ich. Hey, ich blick hier überhaupt nicht durch. Was soll ich denn machen? Also, dieses Scheißding hier, das geht nicht auf. Ich kann da nicht durch. Egal, was ich tue. Und ich habe keine Ahnung. Das kapiere ich nicht. Muss man denn noch irgendwas aktivieren, dass man stärkeren Strom daran macht? Das da kann ich kaputt machen, das ist ganz toll. Was ist das da hinten? Weiß ich nicht. So, hier ist nix. Nein, nein. Ich verstehe das nicht. Interaktiv kann mittels eines Stroms. Ja, weiß ich. Versuche ich ja auch schon die ganze Zeit. Tut sich da was? Ich habe keine Ahnung. Geht das irgendwie weiter auf? Ich glaube nicht. Wir konnten Batman eindeutig identifizieren. Kein Sichtkontakt zu Batman gesichtet. Die Außenmauer von Arkham City wird von Tigerwachen gesichert. Nähern Sie sich nicht der Mauer. Auf jegliche Zug der Handlung
werden mit äußerster Härte reagieren. Ja, leck mich. Gott, ich krieg gerade schlechte Laune davon. Weil ich nicht verstehe, was das hier soll. Ich kapier's einfach nicht. Status verstorben. Status verstorben. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber ändert tut das auch irgendwie nichts. So, was bist du denn da hinten? So, guck ich mir das mal an hier. Was bist du denn? Und bist schon wieder irgendein nerviges Rätselding, glaube ich. Oder? Ja. Was? Dass sie was? Hallo. Scan-Dings. Modifizierte Wayne-Tech-Konsole, die vom Riddler so umprogrammiert wurde, dass sie Maschinen und Puzzles steuert. Was für Puzzles? Hä? Nö? Nö? Kann man da irgendwas mit machen? Nein. Komisch. Tja, was kann ich denn sonst noch machen? Hallo? Was macht der da? Ist der eingefroren oder was? Politischer Gefangener? Was machen Sie hier oben? Bitte, ich habe nur nach Essen gesucht. Hier oben? War nicht leicht. Ich habe die Jungs da unten beobachtet. Die sind alle verrückt. Pinguins Männer wollten den von Joker auflauern. Doch als die auftauchten, haben sie ordentlich Dresche bezogen. Jokers Leute suchen nach Mr. Freeze. Er ist so ziemlich der Einzige, den ich nicht gesehen habe. Pinguins Männer sind im Gebäude und Jokers Jungs versuchen schon, wer weiß wie lange, irgendwie hineinzukommen. Warten Sie hier und verstecken Sie sich. Ich versuche, in das Gebäude zu kommen. Also wir reden schon von dem Gebäude, ne? Die Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperrgebiet. Ups. Hoppala. Das wäre jetzt gerade keine Absicht. Na, jetzt spring doch rüber da. Spring doch rüber da. Genau. So in die Richtung habe ich mir das gedacht. So, und jetzt erzähl mir nicht aufgrund eines Gespräches. Nein. Ist der Scheiß hier im Weg? Ich krieg schlechte Laune. Also, ich kriege eigentlich immer dann schlechte Laune, wenn ich Dinge nicht verstehe. Oder wenn für mich nicht ersichtlich ist, was ich jetzt gerade genau tun soll. Das da drüben kann es einfach nicht sein. Ach, Mist. Da wollte ich gar nicht hin. Es ist Batman! Was sind das denn hier für Knilche? Worauf wartest du noch? Ich habe keine Ahnung, was das da drüben ist. Da scheint man irgendwie noch weiter unten lang zu kommen, aber das sieht auch eher nach einem Rätsel aus. Auf diesem Dach hat jemand ein Notsignal gezündet. Keine Ahnung. Entweder braucht jemand darin meine Hilfe oder es ist eine Falle. Er fürchtet sich vor mir. Nein, eigentlich will ich einfach nur da unten rein. Feiges Huhn! Hast wohl Schiss, um hier unten mit mir zu kämpfen? Ach komm. Ich will da unten hin. Kann doch jetzt nicht so schwer sein. Haben Batman aus den Augen verloren. Wiederhole, Zielperson verschwunden. Ja, das klingelnde Telefon ist mir jetzt auch egal. Ich will da jetzt einfach unten rein, Gott, das kann doch nicht so verdammt schwer sein. So, das da ist wahrscheinlich wieder Rätsel.
Vom Riddler. Total toll. Oh Mist. Na, jetzt. Na, da rüber. Ja, ich merke schon, also das passiert genau immer dann, wenn ich einfach merke, ich finde das gerade alles total nervig, dann fluche ich zum einen und zum anderen, bin ich dann richtig unkonzentriert. Also, dass das da unten lang geht, glaube ich einfach nicht. Ich kapiere einfach nicht, warum das nicht einfach aufgehen kann. Warum muss man so einen Stein in den Weg legen und nicht einfach sagen, ja, okay, geht eben auf. Und zum anderen, das hier ist der Fahrzeugeingang. Ja? Wo ist denn der Eingang für die Menschen? Also muss es doch irgendwie geben, oder? Weil auch die müssen ja irgendwie da rein und das wird doch sicherlich nur über, nicht nur über diesen Fahrzeugeingang laufen. Hier ist keine einzige Tür. Man kann überall aufs Dach gehen, aber keine einzige Tür. Fucking Logic. So, dann kann man hier aufs Dach gehen und um dann festzustellen, ja, das ist ja auch nichts. Das heißt, die machen so viel für nix. So, gehen wir mal darum, da ist auch nichts. Darum auch nichts. Hier waren wir auch überall schon ein paar Mal. Da sehen wir einen Haufen tote Leute. Und das Einzige, was wir sonst noch da haben, ist dann eben dieses Tor. Vielleicht, was weiß ich, versuche ich auch mal, ob ich vielleicht den, keine Ahnung was, Stromkram irgendwie aufputschen kann. Oh, kritische Treffer, cool. Nehme ich mal. Schade, geht nicht. So, das ist Kampf. Dann haben wir hier noch Ausrüstung. Ja, hier Stromladung. Positiv- und Negativladung abfeuern. Das, finde ich, ergibt auch alles Sinn. Aber ja. So viel dazu. Ich dachte jetzt, vielleicht kann man den noch irgendwie ausbauen und damit den Strom stärker machen. Vielleicht kann man auch das nur von hier oben machen und vielleicht muss ich auch direkt hier auf diesen Motor schießen. Nein, alles nicht. Okay. Ja, so kann man seine Zeit übrigens auch verschwenden. Ich denke mir einfach so von wegen, das kann doch einfach nicht wahr sein. Alle Gefangenen werden in regelmäßigen Abständen psychologischen Untersuchungen unterzogen. Widerstand dagegen wird nicht toleriert. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Einfach keine Ahnung. Tja, Freunde, ich würde einfach sagen, ich guck mal, ob ich da irgendwie reinkomme und probiere das jetzt nochmal. Wenn nicht, dann lasse ich das jetzt einfach. Naja, egal. Ich hoffe, ihr seid nicht ganz so verzweifelt wie ich jetzt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder und dann hoffentlich in dem Raum. Gut, bis dahin dann. Tschüssikowski. Bye.